Ja, ich weiß, ist keine Ahnung, das ist halt einfach so. Und man soll seine Stäbchen, wenn man fertig gegessen hat, nicht im Reis stecken lassen. Weil das macht man nur bei Beerdigungen. Wow. Ja, ist so. Krass. Das ist ein Zeichen von Unglück oder Tod oder was auch immer, sondern das wird halt nur bei Beerdigungen gemacht, dass man die Stäbchen im Reis stecken lässt. Ansonsten soll man sie halt neben das Geschirr legen. Ja, es gibt da halt, es ist halt so eine krass andere Kultur, dass es halt viele Fettnäpfchen gibt, in die man treten kann. Und da Ja. versuche ich halt so wenig wie möglich irgendwie. Ich nehme sie alle mit. Das wird auf jeden Fall passieren, ja, aber man kann zumindest gucken, dass man. Ich bin heute in Scheiße Du getreten. Das war bist unangenehm. heute in Scheiße getreten. Ja, und dann in Brams Auto gegangen. Oh, voll geil. Das ist immer schön, wenn sich das so in den Fußraum so dann. Dann entwickelt Ja, sich der Geruch ich so hatte vorher schön. aber schon versucht abzuwischen. Ich habe jetzt gerade meine Schuhe aber auch nochmal extra gewaschen. Das ist schon abartig irgendwie. Aber Ja, glaube war ich. halt fucking Krefeld. Krefeld ist nicht schön. Ich weiß nicht, bin ich noch nicht so oft drin gewesen. Seid ganz schöne Noobs übrigens. Ja, weiß ich. Ich kriege diesen Sprung ja auch nicht allzu oft geschissen. Das ist das große Problem. Sonst wäre ich wahrscheinlich schon durch. Weil das da hinten ist nicht so schwer. Ja, da kommen noch ein paar fiese Sachen, aber das meiste geht klar. Okay, Bram ist ein Mega-Noob. Ach ja, Ja, und ich bin mit meinen Gedanken schon in Japan. öffentlich rauchen und Kippen wegschmeißen kann schon mal schnell richtig, richtig teuer werden. Ja, das Das bin habe ich ich wieder auch gar nicht. Wie ist da gehört. überhaupt die Kultur, was, ich will jetzt nicht Drogen sagen, aber es sind ja quasi Drogen, also Tabak, Alkohol und so weiter und so fort. Also ich habe gesehen, rauchen öffentlich kann man machen, sollte man aber nicht unbedingt, zumindest nicht auf so einer belebten Straße oder so, sondern wenn du vor einem Lokal bist oder so, geht das, glaube ich, schon klar. Es gibt da wohl auch noch einige, auch noch viele Lokale, wo man rauchen darf. Also nicht Ja, so wie in also ich wollte Deutschland, gerade sagen, ne? ich dachte, die wären da ein bisschen toleranter, was das angeht, weil beispielsweise, wenn du japanische Filme guckst, die coolen Helden rauchen auch sehr häufig immer noch. Ja, Und das also hast du heutzutage ja im amerikanischen gar nicht mehr. die sind dem Rauchen auch noch sehr aufgeschlossen. Nur halt das, was ich gelesen habe, ist halt öffentlich kann man machen. Aber man muss es jetzt nicht halt auf so einer mega krassen Straße machen, wo super viele Leute sind. Ich sag mal, wenn du Wahrscheinlich ansiehst, würde dass ich es vor da dem ja auch. Restaurant, wo ich direkt die Wasserpfeife rausholen. Das ist da auch sehr voll immer, ne? Klar, dass du dann Leute Richtig. irgendwie. Offendest damit. Ja. Es halt, ich sag mal, wenn man andere Japaner rauchen sieht, dann kannst du das natürlich auch selber machen. Aber Alkohol habe ich noch nichts drüber gelesen. Aber soweit ich weiß, vertragen Japaner ja auch so gut wie nix. Also nicht so viel. Das weiß ich halt nicht. Die Und haben auf jeden Fall keine so. Also, soweit ich weiß, sind die, was Bier angeht, nicht besonders krass, aber die trinken halt viel hochprozentigen Sake. Sake, Sake. stimmt. Ja, Sake ist aber auch Weiß. hochprozentig, oder? Sake Ja, aber. schmeckt auch voll zum Kotzen, Ja, ne? Sake schmeckt echt zum Kotzen. Ich finde das auch nicht geil. Schmeckt wie Aber nun Medizin. gut, ich Schmeckt werde. so, das schmeckt so wie das Zeug, was du dir auf die Nägel tust, damit du nicht Nägel kaust. Ja. Also, ich werde mir auf jeden Fall mal so ein Gläschen Sake bestellen oder aber irgendwas an heimischen alkoholischen Ja, ist ja Getränken. auch nur so Sake ein trinkt man Eiertopf. tatsächlich nicht aus dem Glas. Nee, das Nee, sind doch diese aus so Eierdeckel Ton, da. so Ton, so Tonbecher sind das Oder doch. tatsächlich aus dem Holz oder aus Holz. Ja, oder so, genau. Das fand ich immer sehr interessant. Ich habe ein einziges Japanisches. Mal Sake getrunken und dann habe ich so ein Holzschildchen gekriegt, war voll verwirrt. Japanisches Bier soll übrigens auch gar nicht so verkehrt sein. Haben die doch eine Bierkultur? Dann habe ich mich vertan. Ja, also ich hab auch schon mal hier in Deutschland japanisches Bier getrunken. Ich bin eigentlich kein Biertrinker, aber das hat nicht so mega bitter geschmeckt. Aber japanisches Bier soll auch nicht so verkehrt sein. Ist dann wahrscheinlich Hauptzutat Reis, nehme ich mal an. Das kann ich dir nicht sagen, das weiß ich nicht. Gibt's ja Reisbiere. Aber ansonsten so generell, was Drogen oder so angeht, wenn du damit erwischt wirst, wanderst du ohne Umschweife sofort in den Ich meinte Knast. jetzt auch primär die legalen Drogen, Nee, weil das nee, ist ja nee, auch nee, immer aber für Kultur immer interessant. das Wir ist halt Deutschen was, haben ja was. witzigerweise international immer noch den Ruf, dass wir viel rauchen. Haben wir das nicht auch im Verhältnis? Kann gut sein, ja. Ja, gucken wir mal, wie vielen rauchenden Japanern wir so auf der Straße begegnen werden.
Ja. Ich bin mal gespannt, was die so für Mucke hören, wenn man so in diesem Rotlichtviertel ist. Ich meine, das Rotlichtviertel, was wir ja schon angesprochen haben, ist ja nicht so, wie man sich so das vorstellt hier in Deutschland, hier in Hamburg zum Beispiel mit der Reeperbahn. Da stehen halt keine Nutten rum oder sowas, sondern das ist halt eine Ansammlung von einer Neon-Schildtafel an die nächste mit super krass vielen Clubs, Massagetempeln, Love-Hotels und was weiß ich nicht all. Und da bin ich mal gespannt, was da so für Musik auch tönt. Weil ich weiß halt nicht, ob die diese westliche Kultur haben mit den Pop-Hits, der hast du nicht gesehen. Oder ich weiß halt nicht, oder ob da halt so Japano-Pop halt aus den Lautsprechern kommt. Ich bin ja dafür, Bram, du bist ja so ein Typ, der dann auch gerne mal, wenn er im Ausland ist, sich so einen neuen Haarschnitt geben lässt, wa? Ich bin ja dafür, ihr geht mal zu so einem Friseur und holt euch so einen Cloud Strife-Haarschnitt, weißt du? So richtig Anime-Style. Wäre schon geil. Ich glaube, ja, gut. Anime. Gott sei Dank gehe ich vorher nicht mehr zum Friseur. Ich habe ja gerade relativ lange Haare. Ja, richtig. Und bei Hardy würde das sogar stehen. Ganz ehrlich, von dir nicht wirklich. Aber Hardy glaube ich schon. Ja, aber wenn ich einen Friseur finde, Peter, werde ich das machen. Run, ja, nice. Das ist gut. Bram würde das nämlich eher machen, als ich das machen würde. Weil ich lasse mich nämlich haartechnisch nicht so gerne verunstalten. Da sind wir uns doch recht ähnlich. Aber so, gerade was diese Frisuren angeht, ist ja asiatischer Raum auch immer recht speziell. Ja, das ist halt, cool. Das ist halt echt. Was ich auch machen möchte unbedingt ist, sofern wir das nicht finden, an einem Spinnenkampf teilnehmen. Was bedeutet das? Das ist tatsächlich so, also in Japan, oder zumindest in Tokio selbst, scheint das wohl relativ verbreitet zu sein. Und zwar, dass man die sogenannte Wespenspinne, die heißt so, weil die halt wie eine Wespe so schwarz-weiß gestreift ist, also zumindest im Deutschen übersetzt, gegeneinander antreten lässt, zwei Stück. Also im 101. Okay. Und das sah mega interessant aus, als ich das online gesehen habe. Und da dachte ich mir so, das will ich eigentlich auch mal voll gerne machen. Ich weiß halt nicht, weil ich frage jetzt nur, wie legal das ist. Das ist legal. Weil du hattest riesen Turniere. Echt? Krass. Da gibt es offizielle Turniere. Wie Hahnenkampf angehört oder so. Nee, also das ist legal. Die Tiere nehmen auch dabei, zumindest laut Beschreibung, keinen Schaden. Weil die professionellen Schiedsrichter, die dafür auch teilweise 10 Jahre ausgebildet werden, was ich halt mal wieder schon wieder den Hammer finde, weißt du, erstmal so für so eine Scheiße jemanden 10 Jahre ausbilden, ist, die schaffen das wohl auch, die Spinnen auseinanderzubringen, bevor da was passiert. Teilbehindert. 9,2 Millionen Einwohner ist natürlich auch schon krass. Ja, ist halt so ein Nischenstädtchen, ne, so. Halt. Ein Dörfchen. Oh, Bram macht das gerade. Ich habe hier gerade schon mal den Tokio Wikipedia-Artikel gemacht. Boah, ich habe das gemacht. Nice, Bram hat das gemacht. Das ist aber. Okay, erster Versuch für den Hardy. Oh, zweiter Versuch für den Hardy. Oh Gott. Wie dumm bist du? Letzter Versuch für den Hardy. Ja, den mache ich aber jetzt in dem Versuch. Pass mal auf. Nachdem du das so am Anfang gefailt hast. Ach komm. Alles klar. Ah, wo muss ich denn hin? Da. Wait. Mal gespannt, wie die Mädels da so aussehen. Hallo, andere Kultur, andere Mädels. Die ganzen Schulmädchen werden erstmal von Hardy in Augenschein genommen. Haben die dann nicht auch diesen krassen Kult, zumindest, dass die alle diese Uniform tragen? Also auch wenn die keine Schulmädchen mehr sind. Oder nicht alle, aber einige. Würde ich ja schon fast eher als Fetisch bezeichnen. Du siehst das vielleicht als Fetisch, aber die sehen das, glaube ich, nicht als Fetisch direkt. Ich weiß nicht, ob die sowas wie Schuluniform noch, oder ob das eher so ein Klischee also aus das, Mangas ist. Dass das Schuluniform gibt, das auf jeden Fall. Ja, das ist klar. Aber ich dachte, die tragen tatsächlich nur Leute, die noch zur Schule gehen. Ja, richtig. What the fuck, wieso komme ich nicht an die Leiter dran? Was? Nee. Doch, hier ist richtig. Du musst da hinten hin. Das ist ein Vierersprung. Doch, das ist ein Vierersprung. Ja, aber nee. Ja, komm. Ah, fuck doch auf. Nice, Bram. Oh, da haben wir eine Truhe gefunden. Ah. Ja, die habe ich schon längst geplündert, mein Freund. Fuck. Ah,
wusstest du übrigens, dass wir auch... Boah, weißt du, wir können ja auch noch mal teasern. Wusstest du, dass wir auch eine Sektbegrüßung bekommen, Bram, im Flugzeug? Das gibt's ja wohl nicht. Boah, bitte haltet aber echt mit der Legria drauf, also bei solchen Geschichten. Wenn die sich jetzt nicht total dagegen sperren oder so, dann möchte ich schon echt sehen. Ach Quatsch, warum sollten die sich dagegen sperren, solange wir nicht die anderen Gäste da belästigen? Ja. Nee, das kommt dann später. Das kommt dann später, ich wollte gerade sagen, weil... Rückflug. Ne, wenn, nö, aber ich weiß nicht, wie oft solche Assis in diesem... in diesem Abteil des Flugzeuges verlieren. Stell dir mal vor, wir würden zu 6 fliegen, das wäre für die Fluglinie der Tod. Wahrscheinlich. Ich bin mal gespannt, wann das Alkohollimit von denen erreicht ist. Ob ich mir immer wieder nachschenken lassen kann oder ob die irgendwann sagen, nee, jetzt geht nicht. Ob ich mir das da tatsächlich nicht vorstellen kann. Als wenn du das ausprobieren könntest überhaupt. Davor bist du ja schon viel zu dicht. Ja, weiß ich nicht, Wodka oder so. Ich weiß ja nicht, was die da alles haben. Vielleicht auch ein schicken Baileys oder so? Ein Absinth? Ja, Absinth, oh genau. Ein kleiner Absinth vorm Essen. Fuck. So 0,3. Ja! Ja, genau. Was gibt's überhaupt auf der Tokyo Game Show? Was gibt's denn da überhaupt für Spiele? Das wissen wir noch nicht, Peter. Deswegen fliegen wir dahin. Vielleicht ist Nintendo da ja mal ein bisschen stärker vertreten, weißt du? Vielleicht gibt's da sogar exklusiv nur auf der Tokyo Game Show, was mich nicht wundern würde, den neuen Trailer zum neuen Zelda. Ja, den wird es bestimmt nicht im Internet geben. Ja, aber vielleicht erst nach der Tokyo. Ach, da hoch. Vielleicht erst nach der Tokyo Game Show wieder. Aber Bram, das kann ich mir vorstellen. Ja. Also, ich würde mich nicht wundern, wenn Nintendo tatsächlich hingeht und halt sagt: hier so, ja, Tokyo Game Show, da gibt's halt den neuen Trailer zum Zelda. Hier so Gamescom und E3. Nö, muss nicht. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Also es fände ich große Schwierigkeiten, an diese Leiter zu kommen. What the fuck? Alter, ist das tatsächlich der Sprung? Boah. Nintendo hat ja einen neuen Chef. Hideo Kojima. Ah, das wäre so witzig. Um Gottes Willen. Der könnte niemals, glaube ich, erfolgreich ein vernünftiges Unternehmen leiten. Der ist mehr so der Auteur. Ich hab's gemacht. What the fuck? Ich hab den letzten Sprung verkackt! Das ist natürlich ärgerlich. Wie er da durchgeht hier, das finde ich ein bisschen. Ja, das fand ich jetzt aber auch nicht so schwer, muss ich sagen. Fand ich jetzt schon wieder, hatte einen annehmbaren Schwierigkeitsgrad. Der Chef von Nintendo sieht so aus, als hätte der noch nie in seinem Leben Spaß gehabt. Das ist kein Spaß. Ja, so echt so. Der guckt auf jedem Foto so richtig so. Hörst du dir eigentlich Pokémon Go, Hardy? Aber selbstredend. Ich werde es zumindest ausprobieren. Ich weiß ja nicht mal, wann es rauskommt. Nächstes Jahr wahrscheinlich erst. Ne? Ich weiß es auch nicht. Aber ausprobieren werde ich es mal. Ja, Peter, für dich ist das ja nichts, ne? Ja, ich würde das machen, wenn ich die ganzen Pokémons bei mir in der Wohnung finden könnte, weißt du? Das hättest du aber gerne. Bei dir würdest du in der Wohnung würdest du höchstens so ein Fleckmon finden oder sowas, so ein Vollgammler. Relaxo. Ja. Relaxo, ja, chill auf meiner Couch, Alter, und dann zieh ich mir den ab. Ja gut, Peter, dann schnallst du dich halt auf deinen Rollator und dann erkundest du mal die Welt. Ich frage mich ja, wie das funktionieren soll dann. Wie das dann auch aussieht auf dem Handy. Das ist ja wahrscheinlich so ein Augmented Reality Shit. Ja, genau. Ich denke, du machst da viel mit der Kamera. Ich frage mich halt, ob man die Pokémon dann auf der Kamera halt auch sieht, wie die dann irgendwie an der Straße stehen. Oder ob dann nur steht, hier kannst du ein Pikachu fangen. Und dann machst das wäre richtig scheiße. Ich gehe stark davon aus eigentlich, dass man den Fuck auch sehen sollte. Ja, alles andere wäre, fände ich, auch ziemlich langweilig. Ja, richtig. Aber es gibt ja so Geocaching, hast du nicht gesehen, Shit, ja.
Ja. Schon, aber das ist ja mehr so auf rudimentären Zahlen und hier hast du jetzt, das hast du jetzt erreicht und bla bla bla. Aber es wäre schon nice irgendwie. Weißt du, was voll witzig wäre, wenn irgendwie so ein rennt da so voll so ein seltenes Pokémon über die Straße und du musst ihm halt voll in die Nähe kommen. Und ich sehe schon die ersten Videos, wo irgendeiner mit der Fresse vom Handy auf die Straße rennt und von irgendeinem so Bus erwischt wird, von einem Pokémon fangen wollte. Das wäre super geil. Das wäre also mega geil. Ja, für denjenigen wäre es scheiße, aber. Ja. Oh Gott, ein Mewtwo. Fuck. Ich hab mir. Oder weißt du, die ersten Posts von irgendwelchen stolzen Leuten, die im Krankenhaus liegen, sich beide Beine gebrochen haben und gesagt haben, dafür habe ich aber immerhin einen Dragoran gefunden. Ja. Taubsi! Ja, ich hab meine Beine für Taubsi geopfert.